Und hallo Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wie ihr seht, geht es einmal wieder um ein neues Battlefield 5 Update. Und zwar das Update 5.2, was im Dezember erscheint ist. Das ist lange hin jetzt, aber Leute, es kommt so viel Geiles mit diesem Update raus. Nicht nur eine neue Map, nicht nur ein neues Gameplay, nicht nur ein neues Balance-System, sondern auch noch vieles mehr. Und darauf gehen wir jetzt ein, Leute. Vorab sei gesagt, nicht alle News erscheinen jetzt damit. Das ist erstmal so das Wichtigste und auch das Geilste, sag ich mal so, mit dem Update wahrscheinlich. Also, ja, bleiben wir mal gespannt auf jeden Fall, was da jetzt noch rauskommt dazu. Aber Leute, würde ich sagen, starten wir erstmal rein mit etwas, was ich ja schon angesprochen hatte und ein Video dazu gemacht habe. Und zwar mit den privaten Spielen. Ja, Battlefield hat sich, also das Battlefield-Team hat jetzt gesagt, es heißt jetzt Community-Spiele offiziell. Ja, das heißt, ab sofort gibt es dann Community-Spiele mit diesem Update. Ja, wir sehen hierzu auch ein erstes Bild, Create Community Game. Also kreiere dein eigenes Community-Spiel. Und ich muss sagen, oh, ich bin so gehypt, Leute, darauf meinen eigenen Server zu machen, mit euch zu zocken. Ja, einfach, dass die Leute jetzt ihre Server machen können, wie sie wollen. One-Shot, Hardcore, was weiß ich. Halt einfach nur geile Server. Ja, einfach nur coole Server werden garantiert da entstehen, wenn das rauskommt. Und ja, kommen wir jetzt aber erstmal zum nächsten. Das erscheint, wie gesagt, mit dem Update. Dann kommen wir jetzt zur Langmain. Leute, wie wir ja schon im Trailer gesehen haben, das Ding ist einfach krass geil. Aber was wir jetzt hier an Gameplay gesehen haben, ist leider ein bisschen enttäuschend, weil sie one-shottet leider nicht wie im Trailer zu sehen war. Was ich echt schade finde, weil es teilweise wirklich one-shotten. Mindestens one-shot sein. Also wirklich. Dafür solltest du aber auch nur auf dem Schlachtfeld finden, also so als Pickup wieder. Ne? Das wäre schon etwas. Aber, naja, auf jeden Fall zur Langmain, Leute. Die Langmain sehen wir hier auch, dazu sehen wir hier halt schon erstes Gameplay, einen kurzen Ausschnitt dazu. Und ja, das Ding macht eigentlich so, ich glaube, wie 60% Schaden waren so ungefähr. 60 bis 70% Schaden, also ordentlich Schaden macht das Teil auf jeden Fall an den Panzer. Und, das rasiert auch ordentlich, definitiv, wenn man da getroffen wird. Und, ja. Dazu gibt es jetzt eigentlich nichts weiter zu sagen, außer dass sie freischaltbar wird als Community Challenge wahrscheinlich wieder. Da das wieder ein bisschen unfair wahrscheinlich sein würde, wenn die jetzt jeder einzeln freischalten müsste oder würde. Kann natürlich sein, dass er auch wieder, ja, wie gesagt, schon einzeln freischaltet, also für jeden selbst freigeschaltet werden muss. Wäre ein bisschen doof. Und finde ich auch ein bisschen komisch, warum darunter gleich die Fliegerfaust steht. Also vielleicht wird es wahrscheinlich wieder eine Community Quest sein. Mal auf jeden Fall drauf gespannt bleiben, was dazu kommen wird. Ja, auf jeden Fall kommen wir zur Fliegerfaust. Da haben sie noch ein bisschen drüber, ja, sage ich mal, geschrieben. Sich ein bisschen ausgeredet, darüber ausgesprochen, was da eigentlich jetzt so abgeht hinter der Fliegerfaust. Da ja viele kritisieren, die ist zu OP, rasiert zu viel. Ist ein bisschen unfair. Ja, dazu haben sie halt nur gesagt, dass sie halt jetzt an der Reichweite ein bisschen gemacht haben mit dem Raketenwerfer, damit halt Flugzeuge in viel größerer Entfernung angegriffen werden können. Wie wir wissen, die hat nur 9 Schuss pro Ding, Turbo Warns oder so. Also die hat nicht viel Schuss, wenn die da einmal feuert. Deswegen ein bisschen an der Entfernung haben sie gemacht, Feuerrate haben sie gemacht und halt Projektilgeschwindigkeit haben sie auch nochmal überarbeitet. Die Salvengröße haben sie verbessert, also können jetzt verbessert werden. Und noch vieles weiter. Also es wird eigentlich ziemlich krass gemacht, das Teil. Wie gesagt, sie haben es eigentlich dran gemacht, weil das Ding ein bisschen Probleme hatte und auch ein bisschen unfair war. Aber ich schätze mal, die haben auch ein bisschen am Schaden rumgewerkelt. Ich habe es jetzt hier nicht gesehen. Aber auf jeden Fall, das Teil wird ein bisschen überarbeitet werden in diesen Aspekten. Und wir werden das auch, wie gesagt, zum Update bekommen im Dezember. Ja, Leute, kommen wir jetzt zum nächsten, was ich persönlich so hyped bin. Und es ist einfach übel legendär, wieder mal finde, eine Map zu spielen, die einfach nur eine Insel ist und wo man richtig fühlt, dass es eine Insel ist. Und zwar Wake Island.
die dritte Map, beziehungsweise wir wissen nicht, ob es die letzte Map ist, aber es wird wahrscheinlich die letzte Map sein zum Pazifik DLC, was ja momentan am Start ist und was richtig im Hype ist und wo Battlefield wieder aufblüht. Ja, auf jeden Fall Wake Island erscheint auch mit dem Update und mit dem 5.2 Update und ja, die haben schon viel getestet, schreibt das Team hier. Und ja, sie haben viel die Map gespielt, haben wirklich, ja, finden eigentlich die Tests eigentlich sehr cool, ja, geben ihr Bestes dazu. Und sie haben schon so ein bisschen angeteasert hier, was ich jetzt so rausgelesen habe. Sie haben es in Breakthrough, Conquest, Squad Conquest und Team Deathmatch schon getestet, so wie ich das hier lese. Und ja. Sie schreiben hier auch noch, dass es eine Belohnung für alle sein wird, für alle Battlefield-Spieler aus allen Epochen, gerade für den also von Breakthrough, von Durchbruch, von Conquest und halt von Squad Conquest und halt Team Deathmatch sein wird. Also im Prinzip diese Modis, darauf zielt es ab. Es wird natürlich die Eroberungsmap auch sein, aber in erster Linie sollst du auf die Truppeeroberung nicht so, also doch schon Eroberung, dann halt noch so Durchbruch und sowas alles, also Team Deathmatch. Also es soll so auf die kleineren Modis auch gehen, aber im Großen und Ganzen ist es einfach eine geile Map und sie ist auch recht groß, wenn man hier auch das Bild dazu sieht. Und ja, kommen wir jetzt zu etwas, was ich ganz geil finde. Ich überspringe nämlich einen Punkt mal kurz. Und zwar kommen wir zu den Soldatenerwerbs-Icon. Ja, Leute, jetzt kann erstmal gar nicht keiner was mit anfangen. Auf jeden Fall, das bringt eine ganz neue Dynamik in das Spiel rein. Und zwar, Leute, jetzt, wenn ihr zum Beispiel bei Eroberung auf einem Punkt seid, auf einem Eroberungspunkt bei einer Flagge seid. Ja, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal einfach Alpha. Ihr seid bei Alpha. Und da sind jetzt fünf Gegner in dem Punkt halt drin, in dem Flaggenpunkt, in dem Eroberungsbereich, sorry, sind da jetzt fünf Leute drin. Ihr lauft da jetzt zum Beispiel einfach so mal in den Bunker. Jetzt auf irgendeiner Map lauft ihr da ist bei Alpha im Bunker, lauft er rein und da seht ihr auf einmal einen gegnerischen Soldaten. Aber ihr wisst ja momentan noch nicht, dass es ein gegnerischer Soldat ist, weil er sieht vielleicht so aus wie die Umgebung oder er ist nicht gut sichtbar, weil er in der Ecke liegt. Das ist jetzt anders. Und zwar hat er jetzt einen fetten roten Punkt über dem Kopf. Ihr könnt euch das Gameplay dazu ansehen. Die Seite dazu ist unten verlinkt. Ihr könnt sie euch dann per Rechtsklick in Deutsch übersetzen und das euch alles in eurer Sprache halt durchlesen. In deutscher Sprache halt durchlesen. Auf jeden Fall, ja, so sieht's aus. Ihr habt dann einen roten Punkt über dem Kopf, halt eine rote Markierung über dem Kopf, dass man sieht, dass ja der Gegner, also dass das der Gegner ist, dass es kein Mate ist. Ich weiß nicht, ob sie es bei Mates einfügen werden oder nicht. Das habe ich jetzt hier nicht gesehen. Also nicht gelesen. Sie haben es halt bei den Gegnern definitiv reingemacht und es wird definitiv geil werden. Und natürlich ist das auch mit zum Spotten. Das heißt, wenn jemanden spottet als Speer, dann wird das auch angezeigt werden dementsprechend. Das heißt, man sieht ihn dann auch so auf der Map wahrscheinlich gespottet. Also ja, wird geil werden, wird geil werden. Dann kommen wir auf jeden Fall zu der Verbesserung der Sandbox. Ja, in den jüngsten Updates, schreiben sie hier, haben sie halt schon eine Reihe großartiger Änderungen in Battlefield halt erlebt. Also das Team und wir. Und halt auch zu spüren kommen, gerade wir. Ja, sie wollen halt hier mehr an der Sandbox ändern. Sie wollen das Spiel, was sie lieben, noch mehr verbessern, noch mehr wiederherzustellen aus den alten Spielen, also aus den alten Battlefields, Battlefield 4 und so. Das bringen sie gerade mit der neuen Map Wake Island wieder rein. So das alte Feeling. Natürlich wollen sie auch neues Feeling dazugeben, wollen natürlich dazu richtig geile neue Sachen dazu bringen, neue Spieldynamiken wie neue visuelle Modis und pipapo halt. Also es wird wirklich legendär werden. Ja. Das heißt mal dazu, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und zwar zu einem sehr heiklen Punkt und was ich immer noch finde, ein bisschen krassen Punkt. Und zwar, Leute, zu den Schaden über Reichweite Schrägstrich Waffenausgleich. Also im Prinzip einfach nur Waffenausgleich, der Waffenschadensausgleich.
Also, sie haben hier ein paar Statistiken aufgeführt, wie jetzt die Waffen nach dem Update eigentlich sein sollen und wie sie vorher waren und jetzt sein sollen. Von der Reichweite her. Und ich muss sagen, es sieht eigentlich überall recht okay aus. Ich bin halt mal gespannt, wie sich das spielen lassen wird, weil momentan haben wir alle unsere Waffen so festgelegt, die MP40 beim Sanitäter, beim Angriffssoldat das Sturmgewehr und ja, was weiß ich. Also da hat man halt, jeder hat seine Waffe, die er da spielt, die eigentlich auch OP ist. Und ja, so ist es halt. Zum Beispiel beim Speer die Panzerabwehr. Ja, Panzerabwehr, Panzerfaust. Also es gibt da viele, viele Waffen, die auf jeden Fall ein bisschen unbalanced sind. Auf jeden Fall kommen wir jetzt noch zu einer letzten Änderung, die auf jeden Fall richtig nice sein wird. Und zwar, ihr könnt jetzt mit dem 5.2er Update dann, wenn es rauskommt, ihr wisst ja, wir haben beim Speer schöne Sichtungs-Spotting-Geschosse, nenne ich jetzt mal. Ja, also, ja, man kann eigentlich die Leuchtraketen nennen, damit man halt die Gegner, die werden in diesem Radius ja gespottet. Und also in diesem Leuchtpistolenradius werden ja gespottet. Und das wird jetzt geändert werden. Also nicht geändert werden, aber die Spotting-Rakete im Prinzip, die ihr abfeuert mit eurer Pistole, diese Leuchtrakete, die könnt ihr jetzt zerschießen. Dazu sehen wir hier auch ein erstes Gameplay. Also ja, ihr könnt da jetzt einfach draufballern, wie wenn ihr zum Beispiel auf ein Flugzeug oder sonst was ballert. Also ihr könnt einfach draufhauen und boom, ist die. Das Teil weg und ja, ihr habt eine Sorge weniger auf jeden Fall. Das finde ich auch eine nice Erinnerung. Bin ich auf jeden Fall auch mal drauf gespannt, ob sie funktioniert oder nicht, weil wir kennen ja alle Battlefields. Also da schießt du da drauf und dann ist auf einmal das Ding immer noch da nach 5 Schüssen. Ja, wir kennen's. Auf jeden Fall kommen wir jetzt noch zu den Angriffswinkeln der gepanzerten Fahrzeuge, das heißt Panzer. Einfach gesagt. Also im Prinzip geht es hier um große Treffer. Große Treffer werden jetzt, um ihren Schaden zu maximieren, müssen sie sich in einem nahezu perfekten Winkel für Vorder- und Seiten sowie in einem großzügigen Winkel für Angriffe auf das Heck eines gepanzerten Fahrzeugs befinden. Das ist im Prinzip auf Infanterie, aber auch auf Panzer bezogen. Deswegen gepanzerte Fahrzeuge, habe ich jetzt so Panzer als erstes gesagt, mal, weil das zählt eher auf die ab, so sage ich mal. Natürlich zählt es auch auf die Fußsoldaten ab, gerade auf den Angriffssoldaten, da ja, der mit Panzerfaust um einen spielt, ist das schon ein sehr entscheidender Vorteil, wenn man da im richtigen Winkel steht, ne? Gerade wenn man da unten schön unter dem Panzer, ne, da ist es halt, ja, zu Ende. Auf jeden Fall, ja, so sieht es aus. Die großen Treffer wurden jetzt auf diese Sachen beschränkt, verbessert. Dann normale Treffer, Leute, gelten jetzt unter Angriff außerhalb des perfekten Winkels, verursachen flachen Schaden. Also das heißt im Prinzip, ihr seid jetzt, ihr steht jetzt so, sagen wir mal, schräg vom Panzer. Der Panzer steht vor euch. Ihr steht so ein bisschen schräg, so guckt gerade nach vorne auf ihn drauf, so ein bisschen schräg versetzt halt. Und da feuert ihr halt einfach nur auf die Seite von dem und dann prellt das halt der die Panzerfaust prellt jetzt ab, das Geschoss. Also im Prinzip, das meine ich damit. Ja, das gibt jetzt nur noch flachen Schaden, aber das gibt halt eher, so wie ich das jetzt fühle, so wie ich das jetzt verstehe, flacher Schaden heißt jetzt einfach nur, dass es halt so, sage ich mal, die Hälfte macht, ungefähr so mittlerer Schaden. Auf jeden Fall das dazu. Dann gibt es hier noch Ricciotto-Treffer. Wenn Sie in einem Winkel von weniger als 30 Grad treffen, erhalten Sie immer einen Ricochet-Treffer, was weiß ich, wie es heißt, der weniger Schaden verursacht. Und wir haben ein Problem mit diesem Update behoben, das dazu führte, dass einige Ricochet-Treffer, was auch immer das für ein Teil sein soll, nur einen Schaden verursacht. Ja, wenn ihr wisst, was die da mit Ricochet meinen, schreibt es mal Treffer. Er schreibt das in die Kommentare. Auf jeden Fall. Ja, hier steht noch ein bisschen dazu halt und dann steht hier noch ein, also, ja, das war es eigentlich schon an News. Ja, da würde ich nur sagen, das Update erscheint halt, wie gesagt, im Dezember. Die werden noch später alles dazu releasen. Alle wichtigen News und Pipapo hauen sie dann raus. Ja, im Laufe der nächsten Wochen halt
Es wird wahrscheinlich wieder am Ende Dezember erscheinen. Dadurch, dass Weihnachten ja nächsten Monat ist, werden wir das vielleicht sogar ein bisschen früher bekommen als vor Weihnachtsgeschenk. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die auch selber Familien haben und auch selber feiern wollen und Feiertage haben wollen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht so in der zweiten Woche, die zweite Dezemberwoche bis dritte Dezemberwoche erscheinen wird. Ich denke mal, ich gucke mal kurz nach. Dezember war eigentlich immer so ein Monat, der hat immer so 4 Wochen. Also mehr und nicht weniger halt so, sagen wir mal. Gucke ich nach. Hier, Dezember hat 4 Wochen insgesamt. Das 30., 31. ist halt natürlich dann wieder Neujahr so, die 2 Tage. Was soll man sagen? Also ich schätze mal, so, das Update wird so in der 16. oder 9. Woche im Dezember erscheinen. Also, ja, so ungefähr vor Jahresende wird es erscheinen. Nicht mehr in der letzten Woche des Jahres. Da wird wahrscheinlich noch ein geiler Community-Challenge rauskommen oder sowas in der Art. Aber da wird definitiv, denke ich mal, nicht das Update rauskommen. Da, wie gesagt, auch die Urlaub machen mal irgendwann. Und da auch Battlefront 2 und der neue Star Wars-Film rauskommen im Dezember, Leute, will ich nur mal kurz anmerken, ist da auch harter Support in Star Wars-Richtung eher vorgesehen da. Aber Leute, ich bin jetzt raus. Ich will euch nicht weiter auf die Folter sparen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schönen Abend jetzt. Haut rein, habt noch einen schönen Tag. Und wie ihr seht, ein Sieg ist immer geil. Gerade wenn man, ein bisschen gut im Battlefield ist. Auf jeden Fall, Leute, sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Sorry, dass kein Livestream am Freitag war, halt. Ich hab's vergessen. Ich habe ein bisschen Fernsehen geschaut. Ein bisschen Pirates of the Caribbean geschaut. Und, deswegen. War einfach geil gewesen. Und ja. Auf jeden Fall, Leute, haut rein. Tschüssi.